So, was geht ab, Leute? Hier ist Maschine Maschinen TV und wir spielen mal weiter. Uncharted 4, Thief's End. Und wir spielen jetzt mal mit dem Bruder von Drake. Der versucht jetzt gerade von einem Gefängnis wegzufliehen. Mit einem anderen Typ, der mit irgendjemand verbunden ist. Irgendjemand hilft ihm, aber was hier genau los ist, weiß man nicht. Heilige Scheiße, auf jeden Fall. Alle sind tot. What the fuck? Headshot. Oh shit. Wir tun der Welt einen Gefallen. Hier, die wirst du brauchen. Du weißt noch, wie man damit umgeht. Ja, das kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Haganlo. Es geht ja richtig ab, du. Huhu. Bin mal gespannt. Naja, das weiß ich nicht, wie schießt du. Aber erstmal brauche ich ja nicht. Oh, nice. Werde ich gut gebrauchen. Denke ich mal zumindest. Das ist ihre blinde Flasche. Okay. Oh, oh, oh. Na gut, beim Schießen bin ich nicht so gut bei dem ganzen Uncharted, aber oh ja, ich habe keine Munition mehr, geil. Da ist Muni. Aber sollen die erstmal die erledigen? Siehst du? Der Plan funktioniert. Da ist doch was. Das sehe ich. Gut. Kann ich irgendwie sprinten oder so bei diesem Spiel? Eigentlich nicht. Also bis jetzt gar nicht. Oh, geil. Und was jetzt? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Okay, Audio. Option. Spiel. Steuerung. Zielmodus. Ja, machen wir, weil sonst bin ich einfach zu low und ich bin nicht so gut. Hier muss ich mal zugeben, dann machen wir so. Oh shit! Alter! Habe ich das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Okay, bis jetzt keiner da. Oh shit! Oh, ja, ja, ja. Okay. Da kommen wir nicht weiter. Oh! Hoi. Ah, Moni, 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 Moni. Oh. Was wollte ich denn machen?
Na gut, wir lassen das mal. Brauche ich nicht. Oh, du Idiot. Das ist jetzt zu einfach, ey. Aha. Gleich sind wir entweder frei oder tot. Oder? Alter. Oh, ja, 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 ja. Ja gut, dass ich das nehme, weil sonst wären wir echt am Arsch. Okay, Munition sammeln. Oh ja. Oh, das ist gut. Sehr gut. Haben wir genug Munition jetzt? Alter. Ich dachte, die haben schon das längst explodieren lassen. Explodieren lassen. Oh ja, ja. Okay, ach so, ja. Oh, Mann. Kacke. Puh. Zum Glück, ey. Jetzt bin ich der größte Motherfucker hier, Alter. Junge, Junge, Junge. Oh. Das war knapp. So, wo jetzt? Hier, ne? Na gut, haben wir es geschafft, oder? Oder doch nicht? Aber. Hier, Samuel, trink. Oh nein, mir geht's gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt.
Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt auch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte doch mal. Hey, leise, ganz ruhig. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger? Ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame und Cuccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. Oh Mann. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn er swift ist, Samuel. Akasa lässt mich gehen und hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des Heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismaskreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was oh, shit. Mal gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut, wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern sie und zwar in 3 Tagen. Auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr.
Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute wie... irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist mein Mann für solche Sachen. Auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar. Hallo Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Ja, Mann, Alter, ist das Spiel geil! Muss ich sagen, die Geschichte ist geil. Story ist geil. Charaktere sind geil und alles ist geil. Und das sieht ganz geil aus. Zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam, er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon. Du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... So. Interessant. Boah, diese Musik. Entschuldigung, aber ich liebe das. Hey. Versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Okay. Einmal ein Dieb. Alles klar, Leute. Hier machen wir kurz einen Cut und wir sehen bis zum nächsten Mal bei Uncharted 4. Mach's gut. Haut rein. Boah, yeah.